Auf, nein, danke. Hä, hey, was ist denn das hier? Hier kommt eine Horde in den Bunker rein. Das ist der Trader. Ich kann der mir Sprit verkaufen. Ich glaube, ich gebe an Trader kurz mal Sprit kaufen. Komm gerade so hin. Ah, 1%, ich glaube. Hä? Was ist das denn jetzt? Ich bin in dem Bunker drin, ja? Also in dem anderen Bunker, den ich gefunden habe. Kommt einfach eine Horde runtergefallen. Alter! Muss ja so schnell. Trader, ich brauch Sprit. Achso, ich hab kein Geld dabei. Fuck. Liegt ja da. Okay. Das ist nichts, was du verkaufen kannst. Guck mal, ob du irgendwas da findest, was du an denen wieder verkaufen kannst. Aha, das habe ich schon gemacht, bevor wir da hingehen. Aber ich meine, ich sehe ja die Stadt so. 800 Meter. Ich will nur hier in den Bunker, in den Waffenraum rein. Scheiß Feuerwehrstation, das da. Mann, natürlich. Polizei. Feuerwehr? Ist, ja, in der Feuerwehrstation. Ja, gut, die machen ja oft viel miteinander. Und dann war da die Alte hinter mir auf einmal noch. Keine Ahnung, wo die herkam. Ich hasse das. Manche Viecher hört man nicht. Ja, es geht nicht darum, dass man die hört, sondern man müsste ja den sehen. Aber die spawnen einfach in. Neben dir, weißt du, völlig random. Ja, die Spawns werden halt getriggert von. Wenn du irgendwo langläufst oder. Wenn ich reingehe, dann können die doch dann spawnen und nicht erst, wenn ich dann langlaufe. Weil, also, wie soll ich so darauf reagieren, wenn der neben mir spawnt? Ich meine. Kennt das, ja? Würde der aus dem Nix irgendwo auftauchen. Bin gleich da. Krieg ich aufs Maul, ich hab meine AK mit. Grandpa's Learn Elixier. Fast 200 Schuss. Wenn Stress haben wollen, können die das gerne haben. Hidden Stash. Nice. Seh die Feuerstation. Ein Wandofen. So, jetzt am besten nicht sterben. Ich knacke jetzt diesen. Wie viel habe ich denn eigentlich? 20 Lockpicks, das geht. Dann packe ich jetzt erstmal die AK aus. Gib ihn. Die M60 ist halt natürlich nochmal noch mal krasser. Ich weiß gar nicht, ob die mehr Schaden macht. Ich weiß aber, was mich erwartet. Die ist halt vermassen, das ist super. Fuck. Come on. Da ist die Alte. Ich sehe sie schon, wie dieser Knie. Sehr schön. Mach mal einen Strike-Angriff. Buff. Zwei. So, mein Freund. Eine Sekunde. Das hier brauche ich nicht. Mein Stuff wieder hier. Ja, damit. Der Bunker hat jetzt nicht allzu krasse Sachen gegeben. Ein Motor. Brauchen wir Motoren? Ja. Weißt du, ich muss viele Fahrzeuge her. Noch der Polizist. Der ist möglicherweise weg. Ja gut, die Gegner despawnen ja, oder resetten eher gesagt. Also pass auf, es kann sein, dass die einfach nur resettet sind. Ja, aber ich laufe ja da lang, wo ich vorher noch spawnen. Sind sie vielleicht komplett verschwunden. Der Unterschrank. Was sind denn gesleevte Kabel? Gesleeved? Boah. Wo steht denn das? Gesleeved. Wo ist mein Bike? Das hat mit dem Spiel nichts zu tun. Gesleevede Kabel. Ich hab Angst. In welchem Kontext steht das denn? Seebau. Ha?
PC bauen. Wahrscheinlich sind die mit irgendwas festgemacht dann. Schätze ich mal. Ach so. Sehe ich da etwa... Nee. Da unten sind die, ich sehe sie schon. Church. Ach, das ist einfach nur eine Kirche. Jetzt hab ich alle getriggert. Oh, shit. Was hast du getan? Ich glaube, hier ist ein Krankenhaus. Ja. Krankenhaus. Oh. Okay. Ich höre das Schießen. Ganz viele Leute getriggert. Holy shit. Du musst so reinrennen. Nee, geh nicht rein, auf dem Preis ist drin. Bam. So. Ich fahr da mal weiter, ne? Cool. Ist doch mein Bike hier, oder? Ich muss das mal auffüllen. Also das Bike zu tanken verbraucht schon so viel. Pocket Mod. Juhu, hatten wir noch nicht. Kann man zwei in einen machen? Ich glaube schon. Mehrere in einen. Das weiß ich nicht. Du kannst ja in alles mögliche Mods. Nee, geht nicht. Fuck. Nee, ich hab nicht. Was ist das denn hier? Die Stadt ist halt schon pervers groß eigentlich. Die ist ja schon riesig da. Die hat eine gute Größe. Und 800 Paper. Gas. Das ist eine Tankstelle. Ein Wheel gefunden. Nice. Ein Wheel. Unreal hab ich gefunden. Ein Tournament. Store More. Cracky Book? Kennst du das noch? Cracky Book war ich glaube schon. Sieht so aus. Ja. Hängt ja mit mehreren Häusern zusammen. In allen schon drin. So interessante Häuser stehen jetzt hier nicht mehr, aber. Nee. Wir können auch in die andere Stadt gehen, die wir da vorgesehen haben. Wir auch, aber ich würde erstmal zurückgehen, mal Zeug. Ganz zurück? Ja. Okay. Vor allem, es wird jetzt dunkel, da können wir in der Nacht einfach zurückfahren. Ja. Das passt, ja. Jetzt mal Zeug wieder abladen, safe ist. Ich bin so gut wie komplett voll. Stahldinger herstellen und sowas. Das ist noch ein. Was ist das? Working Sift Tools. Da war noch niemand drin. Working Sift Tools? Warte mal, Hause ist da. Warte? Nee, warte mal. Au, ich erwische die Drecksau. Doch. Und das für ein Haus? Rathaus oder was? Das hier? Ahnung. Guck mal da. Brauchst du die hier schon? Ich weiß nicht, ob Hirsch oder Rehe unterschiedlich sind. Können wir ausprobieren. Der flippt da rum. Weggeflogen, ey. Komm, es gezählt hat.
kommt einer angewartet. Boah. Weiß nicht, ob er tot ist. Nee. Nee. Jetzt. Na, aufpassen, die sind auch Berglöwen und so ein Scheiß. Hat aber, glaube ich, nicht gezählt. Muss gucken. Ist wahrscheinlich das große Hirsche. Ja, müssen es wirklich Hirsche sein. Doch, 5 von 5. Ich muss schon mit dem Trader reden. Das ist über mein Bike gestolpert. Na, dem ist nicht mehr so viel übrig. Willst du beim. Ja, gut, der hat jetzt zu, ne? Nee, jetzt nicht mehr. Wenn ich mir da dran vorbeifahre, rede ich mit dem. Ist eh nicht so mega viel EP. Hat du Tons? Jedongs. Jedongs. Hört den da ab, in der Nacht zuzumachen, du Sack. Das ist doch richtig schön abfucken, wenn er schlafen will. So. Granaten reinschmeißen. Dynamit und sowas. Also dem sein Safe, den konnte ich knacken. Du kannst ja keinen Schaden machen, aber das ging komischerweise. Vielleicht kannst du auch die Tür knacken. Nachts. Was macht's einfach auf? Ich glaube, du bist so oder so rausgeportet. Ich würde mal gern Berglöwen sehen, den kalt machen. Ist doch einer, oder? Was ist denn in diesem Zombie? Ich habe auch erst geguckt. So. Sah ein bisschen so aus, aber. Hallo, was flippt der denn hier so rum? Fahr doch mal geradeaus. Was? War der gerannt, ey. Wollten eigentlich umfahren, aber naja. Naja. Guck mal, jetzt finden wir komischerweise kein einziges Tier mehr, gell? Bis auf das eine Reh. Interessant. Das heißt, wenn man Fleisch fahren will, sollte man ins Schneegebiet gehen.
Das Spike kommt überall hoch. Genau wie das andere. Boah, das ist ja elendig hier durchzufahren lassen. Natürlich. Wir müssen, glaube ich, dem Berg so dran vorbeifahren. Sonst bringt das nichts. Ah, das hat wehgetan. Hier sind die Bäume in einer Reihe aufgestellt. Das heißt, hier sind wir richtig. Hallo. Warum? Hallo. Lange nicht alles mitnehmen. Müssen wir jetzt halt erstmal entsorgen. Also, nicht entsorgen, aber ne. Die Sache ist, ich kann halt bessere Werkzeuge herstellen, glaube ich, als du, oder? Was für eine Stufe kannst du herstellen? Herstellen. Ich glaube Stufe 3? Wisst ihr? Ich kann Stufe 5. Ja. Das ist halt jetzt die Sache. Wo muss man das denn lernen? Ja, mit diesem Miner 69er. Lernst du höhere Stufen. Stärke Stufe... Das hier. Okay, das hier. So. Das hier und das hier. Das, dass ich hier. Eingeschmiedetes Eisen, ja.
Muss ich jetzt auch nicht unbedingt dabei haben. Ich habe so viel Zeug eingesammelt. Bei den Steel Tool Parts, ja. Was? Nochmal. Steel Tool Parts. Ja. Muss man herstellen, ja. Oder halt finden, schätze ich. Wie stelle ich den her, die Parts? Kann das sein, dass man die wirklich finden muss? Also ich glaube, die muss man finden, weil ich finde sie hier nicht. Und wie viel brauchst du für eine Spitzhacke zum Beispiel? Eine Spitzhacke brauche ich nämlich für 10 Parts. 10 Stück? Ja, schon heftig. Müssen wir, glaube ich, erstmal Steel Tool Parts sammeln. Ich habe zwar ein paar, aber wirklich viele sind das nicht. Ich habe 8 Stück. Ich hab noch eine Stelle in der Feuerachse, die ich droppen kann. Ich hab noch was raus. Aber es ist natürlich schon brutal. Ist immer noch infiziert? Nee, ich bin ja gestorben mittlerweile. So. Bin ja auch gestorben. Ich hole erstmal den Rest von oben. Stimmt, ja. Knochen gehören hierher. Ich hatte doch gerade Knochen. Nee, ich hatte Kleber. Also. So, oh ja. Da war ja was. Ich stelle jetzt erstmal die ganzen leeren Gläser. Scharnigelpart, ey. Hä? Braucht man? Für die anderen Dinger oder was? Für was? Für die ganzen Werkbänke oder was? Nee, für allein schon für die Mods und sowas braucht man sehr viele Scharnigelparts. Mhm. So schlau.
Also Beton macht sich ganz gut eigentlich momentan. Es läuft. Es ist wieder hell. Eine Minute sieben braucht der Autokühler. Scheiße. Schauen wir mal, ob es auch was taugt. Viele gibt's. Du willst jetzt Schluss machen? Wollen nicht, aber ich würde mal Zeit, was zu essen auf jeden Fall. Ja gut, kannst du essen. Ich warte jetzt noch, bis das Ding eingeschmolzen ist, und dann da logge ich mich auch aus, damit die Zeit nicht weiterläuft. So, schon. Tu es. Was ist da los? Müsste mal die Arcadia. Hat drei Mods drin. Also Ende jetzt, oder was? Mechanical Parts kann man ja auch nicht herstellen. Mechanical Parts? Ja. Ja, die musst du finden halt, ne? Mal sammeln gehen. Wollen wir ja nebenbei machen, wenn wir da in den Städten sind. Was? Einfach Einkaufswagen musst du machen. Und Bürostühle und so Geschichten. Mal alles scrappen. Ja, nicht scrappen, die musst du abbauen mit der Ranch. Ja, ja. Jetzt. Werde ich als nächstes machen. Mechanical Parts brauchen wir. Ja, wir werden. Wenn wir sowieso losgehen und da oben wieder irgendwelche Städte erkunden, können wir auch nebenbei das ganze Zeug mitnehmen, was wir finden. Also auf der Straße zum Beispiel die Autos oder dies oder das. Mal gucken. Mal gucken. Mal gucken, ne? Das wird. Das wird alles. Das war's. Fürs Erste.